Zeit ever wahrscheinlich bei einem Weltcuprennen, bei dem sie am Start war. Startnummer 91. Sie hat es gleich hinter sich und Thora Berger noch alles vor sich. Andrea Nali, die vor der Saison mit ein paar kleineren Rückenproblemen gekämpft hat, die dann aber ganz okay reingekommen ist in dieses Jahr. Die absoluten Top-Platzierungen sind ausgeblieben. Einmal war sie 15. im Sprint von Ruppolding. Heute erst einmal 13. Vielleicht also wieder in dem Bereich ihres bislang besten Resultates. Wieder eine Dame aus der Ukraine, die hier fantastisch im Rennen liegt. Ein fast noch unbeschriebenes Blatt. Panfilova. Der letzte Schuss war eine Niete. Ansonsten hätte sie hier das Treiben verrückt gemacht und wäre im Bereich der Bestleistung von Marie-Dorin Haber gelandet. Ekaterina Jurjeva, wieder mal zu Gast im Weltcup. Hatte durch fantastische Leistungen im IBU Cup auf sich aufmerksam gemacht. Dort bei 4 Starts 4-mal gewonnen. Also hat Wolfgang Pichler sie auch mal im Weltcup eingesetzt. Da hat sie kläglich versagt. Nur 92. im Sprint von Antholz. Und heute geht es erstmal deutlich besser los für Ekaterina Jurjeva. Sie werden sich erinnern, 3 Medaillen bei den Weltmeisterschaften 2008, dann der Dopingbefund, die Sperre bis 2010. Jetzt darf sie wieder mitmachen, darf sogar in Sotschi wieder starten im nächsten Jahr bei den Olympischen Spielen, wenn sie sich dann qualifiziert. Das hat der Internationale Sportgerichtshof so beschieden. Im Ziel Franziska Hillebrand. Läuft hier gegen die Zeit von Semerenko und wird erst einmal 16. Rückstand 1,45, also noch ein bisschen mehr als bei Miriam Gössner. Und das zweite Schießen von Efi Sachenbacher-Steele. Also großes Kompliment, muss ich schon sagen. Genau wie bei Andrea Henkel, der vorletzte, ein Fehler beim Stehenschießen. Aber das hat sie großartig gemacht. In Zielnähe Tiril Eckhoff. Starke Norwegerin, aber die stärksten drei, die kommen noch. Mit Solemdahl, mit Flatland und mit Thora Berger. Starke Leistung von Tiril Eckhoff auf Platz 9 vorläufig. Und Gabriela Sokolova war bei der letzten Zwischenzeit noch einen Tick vor ihr auf Platz 8 notiert. Die Tschechin, die eigentlich so fantastisch schießt, hat sich heute 2 Fehler geleistet und verdrängt die Norwegerin Eckhoff, die wir gerade gesehen haben, wieder um einen Rang nach hinten. Karin Oberhofer hier ebenfalls mit der Bilanz, die auch Efi Sachenbacher hatte. 0 Fehler liegend, einen Fehler stehend. Das ist mit der 82 die jüngste, nicht nur im deutschen Team, sondern generell heute mit ihren 19 Lenzen, Laura Dahlmeier. Das ist Barbora Tomešová aus der Tschechischen Republik. Läuft momentan gegen die Zeit von Miriam Gössner und könnte die am Ende knapp verfehlen. Also es bleibt dabei, vorläufig 16. Rang von Gössner im Ziel. Tomešová ein dahinter. Der 82, das ist Laura Dahlmeier, die uns so viel Spaß gemacht hat bei den Weltmeisterschaften. Als sie überhaupt das erste Mal bei den Großen, bei den Erwachsenen eingesetzt wurde und die Staffel Deutschlands von Rang 8 auf Rang 1 gelaufen hat. Das war wirklich überragend. Und auch hier ihr Rückstand, noch nicht besorgniserregend. Und jetzt die erste der drei starken Norwegerinnen, die sich vielleicht auch auf Anraten von Roger Grüben für die hinteren Startgruppen entschieden haben. Synnøve Solemdahl.
hat nicht gut geschossen, sehr verhalten, sehr unrhythmisch, dann auch noch zwei Fehler fabriziert. Sylvie Sulemdal wird heute sicherlich vorne nicht mit eingreifen können. Dafür mit Sicherheit aber sie hier, die Frau im gelb-roten Trikot. Sie führt also in dieser gesonderten Sprintwertung, dafür trägt sie das Rote. Sie führt in der Gesamtweltcup-Wertung, dafür das Gelbe, die so überragend aufgetrumpft hat bei den Weltmeisterschaften. Das geschafft hat dort, was noch niemand vor ihr geschafft hat. 6 Rennen, 6 Medaillen. Veronika Nowakowska im Ziel. Hat am Ende dann doch noch ein paar Sekunden liegen gelassen. 8. Rang, Rückstand knappe 55 Sekunden auf die immer noch führende Daria Domracheva. Wir sehen die Polin Paulina Bobak. Währenddessen kann ich Ihnen sagen, Efi Sachenbacher-Steele nach dem zweiten Schießen auf Rang 27 mit einem Rückstand von 1 Minute und 11 Sekunden. Und hier sehen Sie es weiß auf rot. Da sind mal eben 20 Sekunden dazugekommen. Und Miriam Gössner hat sich erholt und erzählt jetzt ein bisschen über die Eindrücke von heute, denke ich mal, bei Christian Dexner. Ja, sie hat eben schon gesagt, ich will einfach nur ins Bett. Schön, dass Sie noch kurz gewartet haben. Wie geht's Ihnen denn? Ja, ich bin ziemlich müde. Es war dann doch ganz schön viel. Und ich war gestern erst um 12 oder so auf Nacht im Hotel. Und ja, ich bin jetzt dann froh, wenn ich die Beine hochlegen kann und was Gutes zu essen kriege und einfach nur ein bisschen schlafen kann. In der Laufzeit jetzt, wir haben es gerade zusammen angeguckt, eine Minute hinter Daria Domracheva, ungefähr auf dem Niveau von Andrea Henkel. Wie schafft man es, vielleicht für morgen dann doch noch ein paar Körner einzusammeln? Ich habe gerade schon mit unserem Mannschaftsarzt geredet. Ich glaube, ich werde morgen gar nicht starten, im Hinblick auf die ganzen nächsten Rennen, die noch kommen. Es sind ja doch noch einige. Und ich habe jetzt doch ein ziemliches Programm gehabt. Ich bin von der WM direkt zum nächsten gefahren und war nur einen Tag daheim. Ich bin da die 2 Rennen gelaufen, die auch sehr anstrengend waren. Und dann gestern noch, es hat sich halt jetzt alles summiert. Und es kommen noch ein paar wichtige Rennen. Und von dem her werde ich wahrscheinlich morgen gar nicht an den Start gehen. Mal schauen. Ist das schon entschieden oder woran hängt es dann letztendlich? Es hängt dran, wie ich mich morgen früh fühle. Ich werde es dann ganz spontan entscheiden und mal schauen. Danke. Tja, also zu straffes Programm für Miriam Gössner, die eigentlich noch mal richtig attackieren wollte, die auf Platz 2 in der Weltcup-Gesamtwertung nach vorn wollte. Das ist noch nicht unmöglich, aber wenn man nicht läuft, kann man nicht aufholen. Laura Dahlmeier bei ihrem ersten Schießen im Weltcup. Und das ist einfach sensationell. Als wenn sie nie und nirgends anderswo gestartet wäre als im Weltcup. Da lacht auch Miriam Gössner, die sich bei diesem Schießen gleich 2 Fehler geleistet hatte. Laura Dahlmeier, in deren Terminkalender auf ihrer Internetseite für jetzt gerade die deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften in Langendorf stehen. Stattdessen läuft sie hier und heute in Oslo gegen Ekaterina Jurjeva, die sich hier eben verabschiedet hat aus dem Kampf um die vorderen Plätze. Rückstand von Tura Berger hier oben bei der ersten Zwischenzeit. Haben Sie gesehen, 8 Sekunden. Sie gehörte auch in den letzten Rennen nicht zu den läuferisch schnellsten. Deshalb ist dieser Rückstand auch völlig normal für die Norwegerin. Ja, eine der großen Überraschungen hier heute, Panfilova, die Ukrainerin, auch wenn sie auf der letzten Runde noch deutlich verloren hat an Boden. Aber das war schon mal ein Achtungszeichen. Die nächste gute ukrainische Biathletin, die da heranwächst, neben den Semerenko-Schwestern, neben Pidruzhna, neben der jungen Julia Dzyma. Also in der Ukraine wird für Biathlon-Nachwuchs gesorgt. Das ist hier Efi Sachenbacher-Steele. Wahnsinn. Im vergangenen Herbst hat sie zum ersten Mal überhaupt ein Biathlon-Rennen im Wettkampf bestritten. Damals wurde sie deutsche Meisterin in der Mixstaffel mit Michael Greis und Florian Graf zusammen. Erster Podiumsplatz dann im IBU Cup am 6. Januar in Ortepe war es. Zweite hinter Ekaterina Jurjeva, die wir auch gerade gesehen haben. Ja,
Der Auftakt im Weltcup, der ging so ein bisschen daneben. Das Debüt kurz vor Weihnachten in Pokljuka mit Rang 59 nicht hundertprozentig geglückt. Aber heute, das ist deutlich besser. Geschossen hat sie wirklich richtig gut. So gut wie Andrea Henkel, sich nur einen Fehler geleistet beim Stehenschießen. Gelaufen ist sie nicht ganz so gut, wie man das vielleicht erwartet oder zumindest erhofft hätte. Auch dieses Finish hier ein Indiz dafür. In der Spur heute nicht das Optimale für Efi Sachenbacher-Steele. Dennoch, denke ich mal, ein ganz passables Rennen. Rang 25, Rückstand allerdings dann doch schon fast 2 Minuten. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Der 88, eine gute alte Bekannte, Natalia Sorokina, vielleicht dem einen oder anderen unter ihrem Mädchennamen Gusa war bekannt. Aber schauen wir erstmal auf den Zielanlauf von Karin Oberhofer, die wirklich ein gutes Rennen nach dem anderen abliefert in diesem Winter. 9. Platz, keine Minute zurück hinter Daria Domracheva. Also diese Karin Oberhofer hat sich in diesem Jahr sehr, sehr stark verbessert. In Antholz zuletzt einmal 8., das war das Beste. Und hier, das sieht man auch nicht alle Tage, Natalia Gusava als wirklich Ausnahmetalent beim Schießen bekannt geworden damals, verdonnert hier alle 5 und muss 5 Strafrunden laufen. Laura Dahlmeier, 38 Sekunden zurück, 0 Fehler beim ersten Schießen, das ist stark. So, jetzt schauen wir, ob das Pokerspiel aufgeht bei Tura Berger. Sie hatten gemutmaßt, dass die Strecken ein bisschen schneller werden, weil die Temperaturen sinken und dass der Wind auch ein bisschen nachlässt. Das sei hier fast immer so am späten Nachmittag oder am frühen Abend am Holmenkollen. Es ist einfach frappierend, es ist beeindruckend, ob sie ganz vorn läuft oder ganz hinten, ob sie in der Staffel unterwegs ist oder in einem Einzelrennen, ob bei einem Weltcup oder bei den Weltmeisterschaften. Sie ist eine absolute Bank beim Schießen. Sie schießt schnell, sie schießt fehlerfrei, sie ist absolut zuverlässig und auch in der Spur gehört sie zu den Besten, aber nicht zu den Allerschnellsten. Dementsprechend hier der Rückstand von 14 Sekunden.